So, salut miteinander. Mein Name ist Maximilian Gierl, ich bin Outdoor- und Adventure-Fotograf und Alpinist. Ich bin recht viel in die Berge unterwegs und in dem Video will ich euch mal zeigen, was ich auf der Hochtour mitnehme. Im Regelfall tue ich vom Tal starten, man kann das auch für Hütten machen. Ich denke nicht, dass das Material relativ relevant verändert. Man nimmt vielleicht nur einen Hüttenschlafsack mit. Ja, aber das war es dann auch grundsätzlich schon. Ja, grundsätzlich, was man wissen muss, ich habe bis auf die Sonnenbrille und ein paar Handschuhe alle Sachen selber gekauft. Das heißt, es ist eine gewisse Werbung dabei, aber eigentlich im Eigeninteresse, weil ich von den Produkten zu 100% überzeugt bin. Und es geht mir einfach darum, dass ich das offen und ehrlich kommuniziere von vornherein. Das nicht heißt, das ist Schleichwerbung. Es ist klar Werbung, aber es sind Produkte, die ich seit langen Zeiten verwende und von denen ich überzeugt bin. Also, nur die Kamera mal kurz hier hinstellen, dass ihr das seht. Nur kurz noch so zum Wissen. Wir sind hier in Luzern am Sonnenberg. Dort hinten sehen wir noch das Rigi-Massiv. Und ansonsten war dann hier auf der Seite nur der Pilatus, du ich nachher noch sagen. So, also, als erstes fangen wir an, und zwar mit dem Rucksack. Ich nehme im Regelfall für solche Touren einen 30 Liter Rucksack, man kann aber prinzipiell auch einen 23 Liter Rucksack nehmen, der reicht auch. Ich persönlich habe lieber ein bisschen mehr Platz, vom Gewicht her macht es nicht viel aus. Das hier ist ein Salomon X-Alp, 30 Liter, der hat ein extra Steigeisenfach, hat hier eine praktische Tasche, bei der ich, da fangen wir gleich mit dem ersten Ausrüstungsgegenstand an, Armlängen platziere. Und wenn mir kalt ist, ich laufe mit so einem T-Shirt los, ziehe als erstes die Armlänge an. Die sind immer hier bei mir versorgt, oder noch ein Riegel, ist perfekt. Ansonsten ist das eigentlich ein Skitourenrucksack, hat hier innen ein extra Fach für die für die Sonde und für die Schaufel. Ein Innenfach mit Schlüssel, immer den Schlüssel anhängen. Kleine Anekdote, letztes Mal zwei Franzosen getroffen, die haben das nicht gemacht. Am Matterhorn haben sie ihren Schlüssel verloren. Ungünstig. Deswegen Schlüssel immer anhängen, Platz für Sonnencreme, Riegel und so weiter. Und ein großes Hauptfach. Vorne habe ich zwei Softflask-Halterungen montiert und es hat grundsätzlich an der Seite hier noch eine Skihalterung, die wir jetzt eher nicht benötigen. Was noch praktisch ist, man kann den Rucksack beim Laufen drehen, hat von hinten einen Eingriff ins Hauptfach. Perfekt, aber ich glaube, es gibt den Rucksack nicht mehr. So, so viel dazu. Dann, als erstes fangen wir mit den Kletterutensilien an. Ich nehme immer vollwertige Steigeisen mit, in den meisten Fällen, wenn ich das Gefühl habe, ich muss auf Fels klettern. Petzl Irvis, am Ende das Gewicht ist etwas mehr, das Packwas ist etwas größer, dafür halten sie hundertprozentig und ich erlebe regelmäßig, wie die Hybrid-Steigeisen von den Füßen meiner Kollegen fallen. Ich persönlich bin super happy mit diesen Steigeisen, doch noch relativ kleines Packmaß, kann man so hier zusammenklappen, die Schnur außen rum und dann kommen die als erstes hier unten in das extra Steigeisenfach. So, dass noch Platz ist. Als nächstes, wenn wir auf eine Hochtour gehen, Eisschraube. Hier 16 cm sollte es schon sein. An einem extra Karabiner. Selbstsicherungsschlinge. Eine Expressschlinge. Und hier T-Block und Mikrotraktion zur Spaltenbergung. Hänge ich alles zusammen, damit ich das in einem Stück herausnehmen kann. Baue ich hier unter meine Steigeisen. Dann als nächstes Abseilgerät, hier ein Achter. Wichtig, dieser Achter ist nur für dünne Seile wie eine Petzl Redline. Sonst klemmt es brutal und es dauert ewig. Lieber dann einen anderen Achter nehmen. Den Achter, das Abseilgerät an das Seil anpassen. Sehr wichtig. Packe ich auch hier rein. Dann zwei Schlingen. Eine etwas längere, hier Kevlar, packe ich im Regelfall so dorthin und dann als nächstes hier eine normale 60 cm Schlinge, auch die packe ich hier hinein. Als letztes habe ich hier
den Petzl Altitude, einen super leichten Klettergurt, den ich auch relativ klein verpacken kann. Ich tue den auch immer gerade hier in dieses Case zum Verpacken, denn wenn ich den kurz raus tue, habe ich noch irgendetwas, wo ich Handy oder was auch immer schnell verpacken kann. Ist mir auf der Tour sicher nicht im Weg, wiegt nichts. Auch den packe ich hier noch hinein. Den ziehe ich nicht an, weil wir ja vom Tal starten. Gut, dann ist eigentlich das erste Fach fertig gepackt. Dann kommen wir zum Hauptfach. Als erstes ins Hauptfach. Ich laufe im Regelfall mit hier leichten Trailrunning-Schuhen los und wechsle, wenn es dann notwendig wird, auf einem Gletscher auf Bergschuhe. Bergschuhe habe ich hier aktuell den Mammut Thais GTX oder Low GTX, glaube ich, heißt er. 1 Kilo das Paar Schuhe. Ein super Sommerhochtourenschuh, wirklich Sommerhochtouren. Wenn es kälter wird, kriegt man kalte Zehen. Das muss man berücksichtigen. Ansonsten sehr schön schmal hier. Man sieht leider bei mir schon, er kriegt hier schon Risse. Er hat schon einige Touren mitgemacht. Bedingt steigeisenfest, Kategorie B. Vorne Körbchen, hinten den Einrastmechanismus. Und der passt mir perfekt hier in den Rucksack hinein. Und zwar so kann man das wunderbar hier verstauen. Dann als nächstes haben wir hier eine super leichte Windjacke. Das ist die Mammut Kento Light Jacket. Hier in Rot, gibt es in verschiedenen Farben. Kleines Paket packe ich hier in den Schuh innen hinein. Und als weiteres hier ein Daunen T-Shirt, 150 Gramm. Perfekt, um es unter die Windjacke zu ziehen. Perfekte Isolation, mehr benötige ich eigentlich nicht auf einer Hochtour. Dann als nächstes Sonnenbrille. Sollte mindestens von der Kategorie her 3 oder 4 sein, wenn wir uns auf dem Gletscher bewegen. Ansonsten riskiert man, dass man schneeblind wird. Sehr ungünstig, sollte man vermeiden. Habe ich im Regelfall am Anfang im Rucksack, hier im dazugehörigen Case. Und bei Bedarf hole ich das heraus. Kommt für mich hier oben ins Deckelfach hinein, so dass ich es jederzeit griffbereit habe. Dort in dieses Deckelfach kommt noch ein dünnes Stirnband, hier eines aus Zermatt und ein etwas dickeres Stirnband. Kommt beides hier zusammen, so dass es auch jederzeit griffbereit ist. Dann ein Buff kann entweder hier am Handgelenk versorgt werden oder hier am Hals auf die Stirn, ist multifunktional, kommt auch hier oben rein. Und dann habe ich hier noch ISO, kleine ISO-Tabletten. Das hilft mir persönlich, wenn ich das ins Trinken tue, dass ich weniger Flüssigkeit zu mir nehmen muss. So komme ich im Regelfall mit einer Hochtour mit 1,5 Liter am Rucksack, am Körper da auch, durch. Und das ist relativ wichtig, dass man aber dennoch gut hydriert ist. Dehydratation am Berg, auf der Hochtour, ist etwas, was brandgefährlich wird, wenn man sich über 4000 Metern bewegt. Deswegen habe ich das immer dabei. Auch das hier im Deckelfach. Weiter im Deckelfach dünne Handschuhe. Etwas dickere und robuste Handschuhe hier von der Heat Company. Heat to Windex heißt dieser Handschuh. Mittlerweile habe ich ihn ziemlich kaputt gemacht. Hat 2 Jahre durchgehalten. Skitouren, Hochtouren, Trailrunning, Klettern, alles. Der Vorteil ist, man kann hier, hat die Finger vorne frei. Wenn es windig ist, oftmals ist es windig, kann ich das so machen. Wenn ich merke, jetzt gehe ich an den Fels, jetzt gehe ich klettern, so. Ich kann sogar noch hier den Daumen heraustun und ich habe wirklich ein gutes Gefühl. Funktioniert für mich sehr, sehr gut. Nutze ich jetzt schon seit 2 Jahren. Danke für die Unterstützung von der Heat Company, aber kann ich wirklich empfehlen. Der Handschuh kostet, glaube ich, 40 Euro und der ist es wert. Kommt ebenfalls hier oben ins Deckelfach und zu guter Letzt noch eine Stirnlampe. Ist nicht die leichteste, aber sie ist taghell. Das ist eine LED Lensa MH10.
habe ich dazu mal auf einem Auftrag geschenkt bekommen. Hält mindestens 10 Stunden bei voller Helligkeit, soweit ich weiß, bis 100 Stunden bei reduzierter Helligkeit. LED-Lampe geht nicht kaputt, perfekt. Batterie kann man austauschen, ideal. Kommt ebenfalls hier rein, respektive beim Start der Tour auf meinen Kopf. Dann ist das Deckelfach soweit eigentlich komplett. Dann kommen wir als nächstes zu Trinklösungen. Ich nehme eigentlich immer Softflask, weil wenn sie leer sind, sind sie super klein. Ich habe zwei hier vorne in diesen erwähnten Halterungen drin. Ich nehme einen in den Rucksack mit einem verschließbaren Deckel und ich nehme einen Filter mit. Denn man weiß nie, was im Bach ist. Das filtert Bakterien raus, Viren nicht. Aber es wiegt relativ wenig, ist kleine Packmaß und ich kann 1 Liter auf einmal filtern. Nach 1000 Litern filtern sollte man das ersetzen. Es gibt verschiedene Systeme. Das hier ist das erste gewesen, B-Free von Katadyn. Mittlerweile gibt es das auch von Salomon. Ich denke nicht, dass der Unterschied groß ist. Packe ich ebenfalls hier ins Hauptfach. Das logischerweise weiter oben, wenn es voll ist. Dann habe ich immer noch einen wasserdichten Sack dabei mit einem Ersatz-T-Shirt, einem Glücksbringer, man weiß es nie, und noch einem Ersatzpaar dicker Handschuhe auf Hochtouren über 4000 Meter, für mich eigentlich Pflicht. Kommt hier hinein und dann so in den Rucksack. Der Vorteil ist, wenn mir etwas ausläuft, dann wird das nicht nass und ich kann sogar noch die Kamera dort drin versorgen, was relativ praktisch ist. Dann hier noch für mein Fotoequipment, ich immer alles in einem wasserdichten Beutel grundsätzlich dabei. Ersatz-SD-Karten, Reinigung des Sensors, wenn Staub drauf ist, wiegt auch nicht viel, habe ich immer dabei. Dann Tempotaschentücher, normale Tücher zum Reinigen der Linse und Ersatzakkus, einen für die Kamera und einen für die GoPro, die es gerade eben filmt. Tun wir dann alles zusammen und das tue ich im Regelfall ebenfalls noch zuletzt ins Deckelfach, dass ich auch auf der Tour zu jeder Zeit drankomme. Dann leichter Pickel, Petzl Gulli. Wiegt wenig, gibt noch leichtere Möglichkeiten, aber ich komme super zurecht, auch wenn es steil wird. Nachteil, man kann die Klinge nicht austauschen. Ich habe die hier schon x-fach nachgeschliffen, hält immer noch. Gibt es mit Schaufel und mit Haue. Wenn es technisch wird, alpin wird, braucht man einen mit Haue und einen mit Schaufel, dass man einen Schlaghaken schlagen kann. Ansonsten ist die Haue gut, dass man auch Stufen schlagen kann. Packe ich hier vorne hin am Rucksack. Und ebenfalls dort vorne hin kommt der Steinschlaghelm. Leichte Varianten gibt es diverse, vom Petzl hier, der von Saleva, von Dynafit. Kann man selber schauen, welcher einem gefällt, welcher einem passt. Persönliche Präferenz. Ich glaube nicht, dass es dort große Unterschiede gibt. Ist der auch dort dran, das ist schon mal gut. Dann haben wir hier noch zuletzt ein Seil. Das hier ist ein statisches Seil, 30 Meter, das nur zum Abseilen zugelassen ist und für über den Gletscher. Das muss man entsprechend der Tour anpassen. Damit darf man nicht Vorstieg sichern, nur den Nachstieg und das auch nur sehr bedingt. Das hat gewisse Risiken. Bei einer sehr scharfen Felskante kann das reißen, aber für die Gletscherüberquerung eine leichte, sichere Option. 700 Gramm passt perfekt hier oben in den Rucksack hinein. Und dann kommen wir noch zuletzt zur Kamera. Das hier ist meine Standardkamera, eine Canon EOS RP mit dem 1535 obendrauf. Die Leute fragen mich immer, warum nimmst du eine so schwere Kamera mit? Da gibt es doch leichtere Optionen. Ja, ich habe auch eine Sony RX100.
Mark 6, das ist eine gute Option, wenn ich Trailrunning mache. Beim Bergsteigen brauche ich aber nicht die hohe Serienbildgeschwindigkeit. Wenn ich auf einen 4000er gehe, ich weiß nicht, wann ich dort wieder hingehe. Und die Bilder, die ich mache, da möchte ich, dass ich eine vernünftige Qualität habe. Denn ich verkaufe hin und wieder Bilder und wenn die gedruckt werden, brauche ich eine entsprechende Auflösung. Und ich will auch den weiten Winkel haben, den habe ich bei der Sony RX100 nicht. Und deswegen nehme ich diese Kamera mit, die mag relativ schwer erscheinen, aber mit der kann ich Milchstraße fotografieren, die hat eine gute Lowlight-Performance, die ist für das, dass es eine Vollformatkamera ist, relativ leicht und ich bereue es nie, wenn ich sie dabei habe. Sie hat ein Klappdisplay, man kann sogar Videos selbst aufnehmen und sich sehen. Ich habe immer den Gurt dran und wenn ich sie nicht brauche, habe ich sie im Rucksack. Falls ich dann unterwegs bin am Berg, hängt sie eigentlich so an mir. Klar, sie baumelt ein wenig, aber man kann sie beim Klettern auch mal kurz zur Seite nehmen und das funktioniert für mich seit vielen Jahren sehr gut. Und ja, das ist eigentlich mein Standard-Tool, packe ich auch noch ganz hier oben in den Rucksack hinein. Was hier noch hineinkommt, bevor dieser zugeht, ist sonstiges an Essen. Ich nehme eigentlich immer Cliff Bars, ich mag die einfach gerne, sie schmecken gut. Im Regelfall 3 komme ich eigentlich im Regelfall gut durch. Die kommen hier oben in das Fach hinein. Sonnencreme muss immer mit, kommt auch hier oben hinein. Und dann ist das hier zu. Dann zuletzt habe ich noch hier eine leichte, dünne Jacke, die ich auch bei der Aktivität tragen kann. Das ist hier die Mammut-Alga-Joch Hybrid. Super cool. Alternative dazu, Saliva-Ortler-Jacke, auch super cool. Die Ortlerjacke hätte noch eine Kapuze, das hat die hier nicht. Im Sommer für mich im Moment die optimale Wahl. Vor allem hat sie 2 große Taschen hier vorne. Ich hatte nie kalt und eigentlich selten auch zu warm. Das ist für mich ideal. Passt ebenfalls noch gut hier oben drauf. Und dann zuletzt noch Stöcke, faltbare, leichte Stöcke, hier von Dynafit, gibt es auch von Black Diamond, Carbon Set Distance, das hier ist der Dynafit World Pro, glaube ich, heißt der Stock. Macht einfach Sinn fürs Bergauf und fürs Bergabgehen, um die Muskulatur der Beine ein bisschen zu schonen und die kann ich sehr gut hier am Rand befestigen. Da fallen sie mir nicht runter und die kann sich dann sogar, wenn die Schuhe draußen sind, die Bergschuhe draußen sind und nur die Trailrunning-Schuhe drin sind, kann ich sie in den Rucksack tun. Das ist soweit für mich perfekt. Zu guter Letzt natürlich noch ein Smartphone. Es liegt gerade hier. Kommt im Regelfall noch in die Deckeltasche. Die Marke ist grundsätzlich egal. Hauptsache der Akku ist vollgeladen. Und dann haben wir hier noch als allerletztes Tool und mein wichtigstes Tool eine GPS-Uhr. Hier von Suunto, gibt es auch von Polar als auch von Garmin. Jeder soll das nehmen, was ihm persönlich gefällt. Ich vertraue seit Jahren auf Suunto. Das ist eine Suunto 9. Idealerweise ist dort noch der GPX-Track drauf, dass ich zur Not, wenn ich den Weg nicht finde, navigieren kann. Hat am Hörnli-Grad perfekt funktioniert. Funktioniert auch auf den sonstigen Hochtouren. Wir werden auch darauf vertrauen bei der nächsten Hochtour, die wir jetzt planen. Und ja, für mich ein unverzichtbares Tool und ich würde heute nicht mehr ohne das losziehen. Beim Bergsteigen funktioniert auch die Handgelenks-Herzfrequenzmessung eigentlich sehr, sehr gut und so habe ich noch ein bisschen einen guten Überblick, wie anstrengend das Ganze für mich war. So, das wäre es eigentlich mal grundsätzlich vom Equipment, was ich mitnehme. Ich hoffe, das hat euch mal soweit geholfen. Ich verlinke euch mal sämtliche Produkte, die ich euch hier erklärt habe, unten in der Infobox. Ebenso wie mein Instagram-Channel und meine Website. Wenn irgendwelche Fragen bestehen, hey, warum machst du das so oder was findest du dazu, dann schreibt es mir noch einfach mal in die Kommentare.
Und gerne auch den Kanal abonnieren. Es werden noch viele Tutorials erfolgen, auch zum Thema Fotografie. Wie fotografiert man die Milchstraße? Wann macht ein Filter Sinn? Welche Filter machen Sinn? Welche Objektive? Welches Equipment für welche Tour oder für welches Shooting? All das kommt in der Zukunft. Und jetzt wünsche ich euch erstmal noch eine gute Woche. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.